Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der letzte Fall natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft am 12. Spieltag in der österreichischen Bundesliga auswärts morgen auf den SKN St. Pölten. Das aktuelle Tabellenschlusslicht, wenn auch nur aufgrund der Tordifferenz. Die Niederösterreicher, die sind zum einen mal der Unentschiedenkönig in der aktuellen noch relativ jungen Saison, okay, aber ja, mit 4 Remis in den bisherigen 11 Partien, unumstritten in dieser Rangliste zumindest auf Platz 1. Unsere Blackies zuletzt ja mit einem wirklich respektablen 1:1 zu Hause gegen den übermächtigen Gegner aus Salzburg im Grunde, wo man wirklich auch nicht nur ein gutes Ergebnis, sondern auch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht hat, also für den aktuellen Gegner. Aber eins ist klar, die richtig schwere Aufgabe, hört sich doof an, die kommt ja jetzt erst mit St. Pölten. Nicht unbedingt, weil St. Pölten die spielerische Übermacht ist, aber weil das genau die schwierigsten Gegner sind. Zumindest ja für Vereine wie unseren SK Sturm, weil die wohl auch am schwersten auszurechnen sind. Also so ein bisschen hat es El Maestro auf der Pressekonferenz gestern schon anklingen lassen. Also der SK in St. Pölten wird sicherlich mal nicht unterschätzt werden, darf man auch nicht. Ist immer wieder so ein bisschen unangenehm, hier und da mal Stolperstein. Das bis jetzt einzige Duell in der aktuellen Saison, das hat man allerdings sehr, sehr souverän zum Saisonauftakt mit 3:0 gegen St. Pölten zu Hause schon gemeistert. Jetzt geht es eben ja, in Niederösterreich in der NV-Arena, wenn sie denn noch so heißt, ja, um ganz, ganz wichtige 3 Punkte für Sturm, denn wenn wir mal auf die Tabelle schauen, nach 11 gespielten Runden, dann sehen wir, es ist ja nicht so ganz komfortabel. Der 5. Platz erstmal, okay, schmeckt mir persönlich mal gar nicht. Zumindest ist man noch in den oberen Playoff-Plätzen. Dahinter hat man schon den Atem von Hartberg im Genick. Und ja, vorne muss man wirklich aufpassen, dass der Rückstand nicht schon so groß wird. Der LASK mit 9 Punkten Vorsprung schon ein bisschen außer Reichweite für den Moment. Auch der WRC hat ein kleines Polster mit ihren 6 Punkten. Und sogar die Rapidler sind gerade dabei, uns dazu enteilen, schön langsam. Also ja, auch wenn zuletzt das Ganze gegen Salzburg gepasst hat, muss da jetzt nachgelegt werden. Es werden sehr, sehr entscheidende Wochen bei unseren Blackies. Am Dienstag steht das Cupspiel in Kapfenberg an. Und danach geht es eigentlich gegen lauter unmittelbare Konkurrenz. Ich glaube, ja, der WRC, Hartberg und Rapid sind dann die Gegner. Ich bin nicht sicher, ob die Reihenfolge stimmt, aber auf jeden Fall, ja, sind das alles eigentlich 6-Punkte-Spiele in der aktuellen Verfassung. Es geht natürlich bei Sturm darum, einfach, ja, mit der richtigen, also meiner Meinung nach, mit der richtigen Intensität da in die Partie zu gehen. Die war super gegen Salzburg, aber war unterm Strich dann ja doch nichts wert, wenn man jetzt gegen St. Pölten nicht nachsetzen kann. Und das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Man erinnere da mit Schrecken an das Austria-Spiel, ist ja noch nicht so lange her, wo einfach für meine Verhältnisse die Intensität auch ein Witz war. Also wenn man mit der gleichen Einstellung wie gegen Salzburg in die Partie geht, dann wird da nichts passieren. Also die Qualitätsfrage stellt sich einfach nicht. Egal wer da vorne spielt, Hierländer ist ja aktuell das einzige Fragezeichen für den morgigen Samstag. Alle anderen sollten fit sein. Und ja, es ist egal, ob vorne jetzt ein Despotov aufläuft oder ein Janscher oder ein Röcher. Wer auch immer das dann im Endeffekt wird, da ganz vorne auch. Also man hat genug Alternativen eigentlich auf jeder Position, so gut wie jeder Position. Und ja, da einfach sich reinhauen, eben das Spiel nicht auf die leichte Schulter nehmen, das ist, glaube ich, immer so der Hauptpunkt bei unseren Jungs. Also ich will ihnen da nicht unterstellen, dass sie den Gegner nicht ernst nehmen, aber man muss da trotzdem auf alles gefasst sein. Solche Gegner wie St. Pölten, wie Mattersburg, da kann es halt auch mal dreckig werden und da muss man dann dagegen halten. Und wenn es nicht anders geht, dann halt körperlich dagegen halten. Und ja, dann ist, glaube ich, auch ein Sieg mehr als drinnen. Also da braucht sich keiner fürchten, St. Pölten. Keine Übergegner, aber klar, unsere Leistung muss stimmen, dann mache ich mir aber auch keine Sorgen, dass man dann auch wieder vollpunkten kann. Und ja, es wird auch wichtig sein, um eben weiterhin an den Top-Plätzen in der Tabelle dran zu bleiben. Von dem her, war es das dann eigentlich auch schon wieder von mir. Ihr schreibt mir natürlich gerne, wie immer, in die Kommentare, was ihr zur morgigen Partie sagt. Geht ihr davon aus, dass wir das Ganze gewinnen oder werden wir da werden wir da ein böses Erwachen erleben. Also schreibt es mir gerne wie immer in die Kommentare. Und natürlich, wenn euch die Videos gefallen, bitte liken, bitte teilen, abonnieren sowieso und natürlich die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Von dem her war es das jetzt auch endgültig für dieses Mal von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei TheLandsTV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich, Gemma Burschen. Und bis dann.
Ciao, ciao.